Kai, ich habe jetzt mal auf den Knopf gedrückt zur Aufnahme und dann würde ich jetzt mal kurz ein Intro machen. So, Servus Leute, ich habe den Kai Rapp an meiner Seite. Kai ist, er kann es vielleicht gleich besser nochmal sagen in seinem eigenen Intro, aber Kai ist ja, Swift-Verantwortlicher für Deutschland, war vor ein paar Jahren noch im Rennveranstaltungs-Business aktiv, sage ich jetzt mal, für ja, Ironman und davor Lagardère. Einige von Ihnen kennen ihn vielleicht noch von der Deutschlandtour vor ein paar Jahren, schon ein paar Jahre länger her. Und mit dem Kai würde ich gerne mal in diesem Podcast, in diesem lockeren Talk über Swift reden. Wo stehen wir da mit Swift? Wie ist die Entwicklung von Swift? Und natürlich ganz interessant, wo wird die Reise für Swift hingehen in den nächsten Jahren? In der Community haben ja auch schon ein paar Leute jetzt einige Fragen gestellt, die ich dem Kai nachher noch durchreichen werde, soweit Kai sie dann auch beantworten kann. Ja, Kai, das habe ich mal so in meinen kurzen Worten versucht, ein schönes Intro zu machen. Kannst du dich noch mal ganz kurz vorstellen? Wo kommst du her? Was hast du in deinem Leben vor Swift gemacht und wie hat es dich jetzt zu Swift ja, getrieben? Okay, du hast mir eigentlich schon so ein bisschen ja, das Futter genommen, aber ich Jo. krieg's trotzdem noch hin. Ja, okay, meine Position heißt offiziell Territory Manager für die Dachregion. Ich finde es immer eleganter oder bezeichnender Mädchen für alles, was in irgendeiner Kenne ich Weise den deutsche Begriff? Unternehmen oder deutsche Sprache betrifft. Ja. Und ja, ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt. Ich bin nie so ein Freund von irgendwelchen Titeln, sondern letztendlich versuche ich irgendwie Swift für die Deutschen voranzubringen und in Deutschland voranzubringen und einen guten Service zu liefern, damit die Leute hier Spaß haben. Okay. Und jetzt eigentlich ist ein schöner Bogen gleich zu meinem vorherigen Leben. Das war eigentlich auch immer in meinem bisherigen Berufsleben mein Wunsch. Also neben dem sozusagen Geld verdienen, um die Familie zu ernähren, eigentlich immer dafür zu sorgen, dass Leute aktiviert werden. Insofern habe ich eben damals im allerersten Jahr die Cycle Classics mit aufgebaut. Ja, das war einfach so, dass vom Konzept, glaube ich, das erste Mal in Deutschland so ein Jedermann-Rennen zu platzieren, was Welches ja Jahr vom war WDR, das? das war 96. Okay. Also wir hatten natürlich Glück mit Telekom natürlich und Jan Ullrich damals. Ja. Das wussten wir aber vorher nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben auch wirklich als Ahnungslose begonnen. Ja, das zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch mein Leben. Dann haben wir die Deutschlandtour gemacht, wo wir eben auch ein Jedermann-Konzept hatten. Ich persönlich habe sogar fast immer ein bisschen mehr Liebe zu diesem Jedermann-Sport, weil ich dachte, das ist so das, was gesellschaftlich auch bedeutsam ist. Profisport ist natürlich auch immer sehr hartes Entertainment mit allen Vor- und Nachteilen. Aber beim Jedermann-Sport oder jeder Frau-Sport, würde ich fast lieber sagen, ja, da habe ich einfach so das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas der Gesellschaft zurückgebe, Okay. Leuten Freunden bringe. Klar, das ist auch kommerziell, darf man auch nicht vergessen, aber letztendlich haben wir wirklich, ich habe irgendwann mal zusammengezählt, habe ich glaube ich 750.000 Personen bei den von mir betreuten Events in meinem Leben, in meinem Berufsleben durchgeschleust. Und das ist eigentlich das Einzige, worauf ich stolz bin. Okay. Alles andere, ob nun Deutschlandtour Direkte oder sonst was, das ist mir relativ egal. Okay. Gut, und dann bist du, lass mich nicht lügen, vor 2, 3 Jahren zu Swift gekommen? Ja, genau. Also das ist eigentlich sogar vorher. Das heißt, Swift hat sich an uns gewendet damals, als wir noch Lagardère waren und hatte gefragt, was wir von der Idee halten würden, wenn die Cycle Classics ein offizieller Swift-Kurs werden würde. Und ich war aber komischerweise der Einzige in der Firma, der das für eine gute Idee hielt. Und ja, wir waren da auch schon, muss man ehrlich sagen, kurz vor dem Verkauf an die Ironman-Gruppe. Und da hätte das Sachen nur verkompliziert. Aber ich war völlig, also nach der Präsentation von Eric Min bei uns, völlig Feuer und Flamme, weil ich sagte, das ist unabhängig davon, dass das ein geiles Spiel ist oder ein geiles Tool. Einfach für uns in Kombination mit unseren Kunden, mit den Jedermännern, mit unseren Sportlern, wäre das natürlich perfekt gewesen, das ganze Jahr über mit denen in Kontakt bleiben zu können. Aber wie gesagt, ich war der Einzige, der was bei uns in der Firma wirklich ja, bahnbrechend fand. Und als ich dann die Firma verlassen habe, war eigentlich einer meiner ersten Telefonate mit Eric. Und ich habe gesagt, so, hätte jetzt ein bisschen mehr Zeit.
Und so kam das relativ schnell zustande. Okay, und jetzt hast du die Spider-Wall quasi hinter dir. Die Spider-Wall habe ich hinter mir. Ja, das war keine Spider-Wall. Also es fing Nee, erstmal an, dass. den Swift-Banner. Ach so, ja, okay. Ja, so meinst du es. Ja, genau, tatsächlich. Und ja, ich muss auch sagen, dass, um wieder auf den ursprünglichen Punkt zurückzukommen, ja, ich finde es einfach großartig, was Swift aufgebaut hat. Also, dass jetzt tatsächlich über 1,5 Millionen Accounts weltweit existieren, dass über 1 Milliarde Kilometer gefahren worden sind und davon 63 Millionen, also 15% in Deutschland. 15% Das Deutschland, okay. Muss man einfach mal sagen, ist eine feine Sache. Und die Ja. Deutschen sind ja eigentlich immer ein bisschen skeptisch. Ja. Und ich glaube, die Skepsis, die hat sich so im letzten Jahr tatsächlich nicht verflüchtigt, aber doch sehr reduziert. Und ja, wir wollen darauf aufbauen und einfach ja, noch mehr Freude stiften und noch mehr schöne Dinge anbieten. Aber über die sprechen wir gleich. Ja, ich kenne es jetzt als Papa selbst, die Vorteile von Swift oder vom Indoor-Cycling insgesamt. Du kannst da halt dann aufs Rad steigen, wenn der Kleine halt mal schläft abends. Und jetzt die Tage werden kürzer. Um 8 Uhr ist es eigentlich duster bei uns hier. Wird komprimierter und entsprechend um 7:30, 8, wenn der Kleine im Bett ist, kannst du dann noch mal eine Stunde oder anderthalb fahren. Finde ich echt gut. Ja, gut. Ein anderer Punkt nach dem Intro jetzt, über den ich gerne mit dir reden würde, ist die Entwicklung von Zwift. Also ich kenne selbst ein Projekt hochzuziehen, jetzt hier auch mit Speedwill. Es gibt immer so ein paar Dinge, die nicht so gut laufen. Man lernt dazu. Was war bei euch so mit Zwift so ein Lernthema, was man vielleicht so in den letzten Jahren unterschätzt vor allem hat? Kannst aber, du hast den Deutschen eben angesprochen, der insgesamt vielleicht eher so weiß nicht, ob wir innovationskritisch sind, aber kannst du da mal irgendwie so ein Beispiel Ja, ich nennen? glaube, ja, ich würde den Deutschen immer, ja, Stereotypen sind immer schwierig, aber so, wenn man es vergleichen sollte, mal mit den anderen Ländern und die Erfahrung der Kollegen, ja, dass wir einfach kritisch sind und dass wir einen sehr hohen Qualitätsstandard haben. Das heißt, wenn wir uns aber für etwas begeistern, dann tun wir es auch wirklich, also dann sind wir relativ treu. Aber gerade in der heutigen Zeit, wo es ja viele Entwicklungen und viele kleine Späße gibt, die hier so verbreitet werden über gutes Marketing, ist man vermutlich eher vorsichtig. Ich grenze mich da gar nicht aus. Also ich bin auch eher skeptisch und gucke mir Dinge erstmal ein bisschen länger an. Und wenn ich dann überzeugt bin, dann stehe ich aber auch hinter ihnen. Und ja, die Erfahrung machen wir gerade. Also du siehst zum Beispiel auch, die Preissensibilität in Deutschland ist viel höher als in den USA. Also in den USA fahren die meisten Leute fahren im Sommer durch, also lassen den Count laufen, auch wenn sie vielleicht gar nicht viel mehr nutzen als die Deutschen. Aber Deutsche würde sagen, so, wir fahren nach Mallorca, Trainingslager, Und Zwift wird erstmal runtergefahren. dann wird Swift runtergefahren, wo ich sage, das ist absolut nachvollziehbar. Allerdings ist Swift natürlich als Trainingstool auch sozusagen in der Saison sinnvoll. Das heißt, man kann es schon wunderbar kombinieren, aber das liegt sozusagen an Swift oder an uns, das zu erklären, warum es gut ist. Und ja, da wird es jetzt auch ein Programm geben, auf das wir auch gleich nochmal eingehen, weil du fragtest mich ja eigentlich ursprünglich noch, ja, was unsere großen Probleme waren. Ich glaube, am Anfang hatten wir schon Serverprobleme. Also ich würde uns schon als relativ stabil bezeichnen, auch von Anfang an, aber es gab einfach Tage, wie zum Beispiel ALS-Ride mit André Greipel, wo 7000 Leute gleichzeitig mit ihm fahren wollten, was für André spricht, aber unsere Server nicht wirklich glücklich gemacht hat. Ja, da gab's, aber das ist jetzt auch tatsächlich schon ein bisschen Vergangenheit. Also ich habe es lange, also wir haben natürlich dann modifiziert, lange in der Hinsicht keine Probleme gesehen und auch in unserem internen Reports gesehen, sodass man fast davon ausgehen muss, dass die meisten Verbindungsprobleme immer intern sind, also WLAN, das eigene WLAN-Netz oder der Provider. Was sind so eure, also ich vermute mal, Amerika und England sind eure Kernmärkte, korrekt? Ja, unser 45% ist mittlerweile Europa. Also hat sich, und
auch unabhängig von England ist Europa extrem stark sich zu entwickeln. Also Deutschland ist der mit am stärksten wachsende Markt, muss man sagen. Dann haben wir noch Australien und Japan, die auch stark sind. Auch Korea zum Beispiel sind viele Swifter. Also man sieht es ja, du siehst es auch, wenn du sozusagen mal in der ruhigeren Phase ein bisschen swiftest, welche Länderkennung da am Bildschirmrand erscheint. USA ist stark, ist bei 31%, aber wir werden dieses Jahr auf jeden Fall vorbeiziehen an allen anderen Märkten, denke ich mal, also von Europa. Also ich bin nicht auf dem. Nee, ich würde sagen, Europa, ich bin zwar für Deutschland zuständig, aber ich bin im Europa-Team und okay. Das ist so unsere interne Competition, ja. Sozusagen, dass wir natürlich die Nase vorn haben wollen. Gegenüber Amerika. Genau, genau, genau. Okay. Ja, das ist ja das Land, wo das Headquarter ist. Also Swift sitzt ja in Long Beach. Und ja, ich liebe solche Wettbewerbe. Liebst du auch solche Orte wie Long Beach? Ja, ich muss sagen, Long Beach fand ich gar nicht so schlecht, weil das eben erfreulich weit von Los Angeles noch entfernt ist. Magst du Los Angeles nicht so? Los Angeles ist relativ anstrengend, finde ich. Also musst dich schon gut auskennen, die ruhigen Spots zu finden. Nee, man kann dort auch wunderbar von dort aus Radfahren gehen. Also von Long Beach aus, schieß mich tot, also was wie die Region heißt, aber wir fahren dann regelmäßig dann eben auch Rad. Ja. Haben da kleine Berge und bist ja einfach schnell wieder im Head Office. Ist Long Beach runter Richtung Huntington Beach im Süden? Genau. Ah, okay, genau. Dann bin ich da auch schon mal vorbeigefahren. Ist schön. Das ist ja, absolut. Ja, Orange County, oder? Ja, wird, nee, Orange County geht, glaube ich, dann nochmal davon. Wir sind ja direkt an der Küste und Orange County, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, ist noch ganz bisschen entfernt. Okay. Aber nicht weit. Okay. Ja gut, soll heute nicht um Long Beach und um Frozen Yogurts in Kalifornien gehen. Es geht vor allem darum, was ist neu in Swift 2019, 2020? Die Indoor-Saison steht im Prinzip vor der Tür. Und wenn jetzt der ein oder andere Zuschauer da ist, der vielleicht noch in den letzten ein, zwei Wintersaisons, sage ich mal, noch ein bisschen gezögert hat, konnte sich noch nicht entscheiden, bei Swift mitzumachen. Kannst du dem denn vielleicht so einen kurzen Abriss geben? Ja, was hat sich vielleicht in der Zwischenzeit geändert oder was kann er in der kommenden Saison so erwarten? Okay, also ich denke mal, die meisten, die jetzt zuhören, die werden schon wissen, was Swift ist. Also ich würde jetzt nicht anfangen, nochmal Watopia zu erklären, also die Grundwelt. Ja. Und tatsächlich gehe ich jetzt mal davon aus, dass Leute jetzt gerade bei dir einschalten, die sich vielleicht im März verabschiedet haben. Und da würde ich mal sagen, so was haben wir in den letzten Monaten gemacht. Interessant war sicherlich so im E-Sports-Bereich, dass wir die British Cycling Swift National Championships hatten im April. Tatsächlich im TV-Studio das mal durchgezogen haben. Und ja, das werden wir im Sinne des Entertainment sozusagen für uns Radsport-Fans auch weitermachen. Ja. Aber für den Swifter selber haben wir dann die Fuego Flats eingeführt im April, dann hatten wir den Time Trial Mode im Mai eingeführt, dann hatten wir Bologna den Kurs anlässlich des Giros, dann hatten wir die neuen Power-Ups letztendlich mit der Unsichtbarkeit und the Return of the Burrito. Ich habe es glaube ich noch nie ausprobiert, aber ja, dann hatten wir Swift Classics im Juni. Und dann ganz wichtig natürlich Titans Grove, die Kurserweiterung von Watopia im August. Und ich persönlich bin ein Riesenfan von der Swift Academy gewesen, weil ich mich meinen trägen Körper damit auf die Cyclassics vorbereitet habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste immer schon, dass strukturiertes Training und sonst was Sinn macht. Ja. Aber dass das so viel bringt, also auch in der Kürze, das war ja noch nicht mal ein auf mich ausgerichtetes Programm, das hat mich echt erstaunt. Also was auch einfach geht mit Intervalltraining und. Vor bin ich wirklich immer nur rumgeeiert, für mich gefahren, bin bei den Swift Rider Germany Group Rides mitgefahren. Oder in auf Swift oder in Hamburg habt ihr da eine Gruppe? Bei Swift Rider Germany jetzt meinst du? Ja, genau. Achso, du meinst jetzt bei Cyclassics. Ja, Swift Rider Germany, weißt ja, ist ja die Community mit 6.000 Teilnehmern. Und
Ja, genau, Facebook. Und wir sind jetzt bei Insta Classic, sind eben mehrere davon mitgefahren. Okay. Aber ich bin mit weiß ich, Kollegen und dann nochmal Kollegen von Wahoo auch gefahren Ja. und waren eine Fünfergruppe, also eine kleine übersichtliche Gruppe. Ja. Und ja, das ist halt der Unterschied, ne? Wenn du nur Swift ist, kannst du schon sagen, oder ich fahre tatsächlich Rennrad nur auf Swift und fahre 100%? sonst, Also, oder ja, ich habe 1% bei den Star Classics? Ich habe zwei Ausfahrten gemacht, eine RTF, die ich abgebrochen habe, weil die mir zu nervig war. Und einmal irgendwie St. Peter-Ording und Husum und zurückgefahren. Das war meine Vorbereitung. So, das reicht natürlich nicht aus. Aber in Verbindung mit Zwift und eben mit meinen Mountainbike-Einheiten am Ja. Wochenende, Harburger Berge, da lacht ihr drüber, aber das ist Nö. geil. Hamburg ist schön. Ich hatte es auch unterschätzt. Also das Drumherum ist echt schön. Ich war ja auch bei den Star Classics letztes Jahr, dieses Jahr nicht. Schon schön. Absolut. Aber was ich sagen wollte, also ich glaube, in Kombination mit Zwift, mit der Academy, habe ich tatsächlich die schnellste Zeit, die ich je bei Insta Classic gefahren bin. Also auch wirklich, ich bin ja nicht mehr der Allerjüngste. Also, aber Ja. wenn ich mal alle meine Teilnehmer-Namen zusammennehme, bin ich nie auf diese Geschwindigkeit gekommen. Und tatsächlich jetzt ausnahmsweise mal nicht im Lutscher-Modus, was ich sonst immer gerne mache, sondern auch tatsächlich initiativ gefahren. Das hat mich echt erstaunt, muss ich sagen. Weil ich dachte, ich breche so nach 60, 70 Kilometern ein, weil klar, ich sitze nie länger als eine Stunde auf Swift, also Ja. selten, und hat trotzdem geklappt. Also das werde ich jetzt insofern mal diesen Winter wirklich ein bisschen strukturierter machen, mich auf die German Cycling Academy einlassen. Das ist ein Punkt, worüber wir reden wollten. Ich notiere mir mal für nachher für die Genau. Shownotes. 16:40. Okay. Ja, kannst du uns mal kurz oder dem unwissenden Zuschauer sagen, was ist das? Worum geht es dabei? Ja, German Cycling Academy ist von dem Bund Deutscher Radfahrer Ja. sozusagen ins Leben gerufen worden. Und ja, ist eine ja, wunderbare Maßnahme letztendlich, um zu scouten, also letztendlich den zukünftigen deutschen Weltmeister herauszufiltern, einfach die Jugend anzusprechen mit dem Gaming-Ansatz. Das haben wir eben auch tatsächlich in Hamburg schon mal so testweise gemacht, haben da irgendwie über 100 Jugendliche gescoutet bei verschiedenen Sportveranstaltungen, wo wir einfach einen Swift-Stand hingepackt haben. Und werden jetzt unsere Finals haben am kommenden Wochenende, am Samstag hier in Hamburg. Ja, das ist die eine Sache. Und ansonsten ist es tatsächlich ein Ansatz vom BDR zu aktivieren. Also auch eben, was ich anfangs sagte, Kontakt aufzunehmen mit den Radsportlern, sie zu führen. Dann in dem Sinne durch eben Workouts, aber wir werden auch Rennen durchführen. Und ja, geleitet wird das alles von Tim Böhme, also ehemaligen deutschen Meister im Ja. Mountainbike-Marathon, Viertplatzierter bei der WM, Cape Epic-Finalist sozusagen, zweimal auf dem Podium, also er hat ein bisschen was drauf, hat auch von Trainingslehre sehr viel Ahnung und er ist der neue Digital Coach, der sozusagen ja, die Radfahrer, also da denke ich eben ein bisschen mehr die Vereinsradfahrer an die Hand nimmt. Weil ich speziell bin mehr immer auf Jedermänner, also auf die unorganisierten Radfahrer, ist mein Ansatz gewesen. Und Tim schließt, glaube ich, sehr gut die Lücke zum organisierten Radsport. Und ja, wird da einfach ein durchgehendes Programm anbieten. Ja, sehr cooles Trikot werden sie haben, schwarz-rot gestreift. Ja. Und das geht ab 1. Oktober los tatsächlich, also nächsten Dienstag, in einer Woche. Wie, wenn das jetzt einer sieht, der 18 Jahre jung ist und da Bock drauf hat mitzumachen, wie kann der da teilnehmen? Es wird eine sogenannte Website, eine Microsite geben, wo die Links sozusagen distribuiert werden oder auch über Social Media werden einfach die Events sozusagen ja, verbreitet. Und man muss eigentlich nur anklicken und kann sich dann direkt anmelden auf der Swift-Seite. Gibt schon eine Das ist Seite wirklich. dafür, so eine Landingpage? Die Landingpage gibt es, diese aber erst dann wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen online geschaltet. Und dann sollte Natürlich man, rechts. ja, sag du? Sollte natürlich rechtzeitig vor dem 1. Oktober, vor dem ersten Workout Ja. passieren. Ja. Und ja, das ist dann einfach unter German Cycling Academy googeln. Da wird man dann Okay. die entsprechende Seite finden. Okay. Oder was gibt es auf der Swift.com-Seite irgendeinen Blog-Eintrag oder ähnliches? Das wird gescheduled sein.
Ja. Und das wird, so wie es aussieht, nächsten Dienstag um 18:45 Uhr sein, Okay. am 1. Oktober. Okay. Und das Ziel von dieser German Cycling Academy ist es, wie du gesagt hast, in Partnerschaft mit dem BDR Talente zu scouten. Und was passiert dann mit diesen Talenten? Wenn man ja jetzt vier, fünf Nasen hat, wo man sagt, okay, der hat ordentlich Dampf in Haxen, hat ein gutes Alter, was macht man dann mit dem? Also es gibt, also es ist wirklich ein extrem komplexes Programm. Das wird auch Ja. vom Bundesministerium des Inneren Wow. ist tatsächlich unterstützt. Und das Scouting ist in erster Linie natürlich auf die Jugend ausgerichtet, weil SWIFT hat den großen Vorteil, dass es eben auch bis 16 Jahren einfach gratis ist und auch werbefrei. Das heißt, wir können damit bedenkenlos sozusagen in Schulen gehen, Cool. Vereine gehen und tatsächlich dann Talent herauszufinden, aber es wird auch darüber hinausgehen, wie auch in höherem Alter letztendlich ja einfach ja tatsächlich sehr leistungsfähig ist und der wird auch wieder aufgenommen. Da wird es National Championships geben nächstes Jahr, also dann Ja. auch auf höherem Level, als wir sie bisher Ja. durchgeführt haben. Daniel, ich weiß, du bist ein Kritiker, was die Vergleichbarkeit angeht, und da bin ich auch hundertprozentig auf deiner Seite, dass wir da eben tatsächlich vergleichbare Leistung haben werden beim Live-Event. Wie Kritiker, das habe ich nicht verstanden. Ja, nein, du hattest mal gesagt in deinem Kommentar, dass Ja. man die Leute messen müsste und wiegen Wie müsste. wiegen? Nee, das glaube ich, weil ich, das war ein Leser von. Ja, grundsätzlich denke ich mal, ja, Ist sollte auch man. völlig richtig. Also Ja. ist völlig richtig, wenn wir über ernsthafte Wettbewerbe sprechen, Ja. dann musst du sagen, also bei Swift heißt es ja, fun is fast. Also es ist immer noch spaßig, man darf diese Ergebnisse von Community Races nicht zu ernst nehmen, weil natürlich jeder kann an seinem Kilogramm Fach ein wenig sein Gewicht ändern. Kann auch die Größe, ist ja auch nicht irrelevant bei der ganzen Geschichte, könnte man auch reduzieren. Du musst die Leute bei solchen offiziellen Championships, musst du sie vermessen und wiegen, alles andere bringt nichts. Ja. Das hat einfach die Erfahrung gezeigt. Ja, das wird es geben. Alles im Rahmen der German Cycling Academy. Wir werden weiter scouten. Und ich glaube auch, das ist ein eigendynamisches Programm. Also wir werden selber sehen, wo Dinge funktionieren, wo sie nicht funktionieren. Und Swift ist ja auch nur ein Teil davon. Das soll sich natürlich auch in Real Life abspielen. Das ist sicherlich nochmal ein getrenntes Podcast wert, einfach mal die Jungs vom BDR da nochmal zu befragen. Ich finde es ist ein super Ansatz, gerade für einen Ja. Verband, der ja, BDR wird ja auch immer wieder gerne kritisiert als alter Verband und sonst was. Ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, Deutschland-Tour zum Beispiel war ja auch ein Joint Venture mit dem BDR. Ich habe immer sehr gut mit denen zusammengearbeitet und deshalb war es auch von mir ein großes Anliegen, ja, sie mit in die Swift-Welt mit reinzunehmen und freue mich einfach, dass sie da auch schnell reagiert haben. Allein Digital National Coach zu haben, finde ich schon extrem cool. Ja klar, aber nochmal für mein Verständnis, wenn ihr dann zwei, drei Jungs habt oder Mädels und das sind dann wirklich vielleicht kommende Talente, bekommen die dann irgendwie eine Chance auf ein Profiteam oder irgendwie ähnliches vom Ja, BDR also der verbunden? BDR ist ja, vertritt ja keine Profiteams, also Aber ist, glaube ich, vermittelt erstmal oder wichtig so? in die Nationalmannschaft. Das ist natürlich das erklärte Ziel. Über Swift Leute zu finden, analog, wie man es ja bei Team Dimension Data, NTT heißen wir in Zukunft, oder Canyon SRAM bei den Frauen, genauso Sportler zu finden und aufzunehmen und zu fördern. Also das ist das erklärte Ziel, klar. Gut, dann sehe ich zu, dass ich den Podcast hier bis zum 30.09. rausschieße, damit Leute sich da am 1.10. bei euch umschauen können. Okay, sehr, sehr cool. Also eine Geschichte, die ja, neu ist für die kommende Saison, ist diese German Cycling Academy. Gibt es da noch was anderes, einen anderen Milestone, den du an der Stelle nennen magst? Ja, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil ich habe gelernt, also die kalifornische Mentalität heißt einfach zu machen und dann zu sehen, wie es funktioniert. Natürlich auf einem sehr hohen Qualitätslevel, aber es werden einfach auch Dinge ausprobiert,
wo wir, jetzt kommen wir jetzt zu den deutschen Stereotypen, wo wir in Deutschland sagen würden, wir müssen erstmal testen, testen, testen. Und Swift macht einfach. Und in dem Sinne wurde mir gesagt, schon im März, dass es ein Klappfeature geben wird. Und das ist für mich der absolute Hammer. Also, das ist sozusagen der nächste Meilenstein in der Entwicklung von Swift, dass Clubs, Fahrclubs oder Communities oder Medien sozusagen sich eigene Communities aufbauen können auf Swift, also vergleichbar so ein bisschen mit den Strava-Clubs, nur mit dem Unterschied, dass man sich für einen Club entscheiden muss. Man hat ja nur ein Profil und das soll ja keine Show-Event sein, sondern soll wirklich dafür sorgen, dass Engagement entsteht und dass sich einfach die Club-Verantwortlichen darum bemühen, ein gutes Programm auf Swift zu machen, eigene Ausfahrten, aber dann eben auch wirklich zu 99,9% selbst verwalten können. Was bisher ja immer so ein bisschen das Problem war, dass man Rennen anmelden musste, fast händisch bei Swift über die Jungs, die die Rennleitung machen in New York. Und ja, das ist einfach teilweise mühsam gewesen und das wird sich einfach verbessern. Ungefähr wann? Ungefähr Ja, Timeline? genau das wollte ich sagen, mit dem Kalifornisch sehen. Wenn sie sagt, the next couple of weeks or next couple of months, kann alles bedeuten. Und ja, mein Wunsch war es eigentlich schon, dass es, oder ich hatte es auch so interpretiert, dass es Oktober beginnen soll. Das wird nicht der Fall sein. Und ich hoffe auch, dass wir es im vollen Ausmaß dann schon gleich nutzen können, dass es nicht erst wenigen selektierten Clubs sozusagen vorbehalten ist, weil man ja auch tatsächlich ein bisschen testen müsste. Insofern bin ich vorsichtig, es soll diese Wintersaison kommen. Und ja, dann würde ich gleich auch die nächste Frage von dir beantworten, oder die war sozusagen bei dir im Facebook-Blog oder Instagram, wann zum Beispiel, wie man ein Trikot kriegen könnte als Club. So, und jetzt habe ich auch herausgefunden, warum Swift sich da so defensiv verhalten hat die letzten 2 Jahre, weil es, glaube ich, von Anfang an gedacht war, dass man diese Vergabe von Trikots mit mit dem Club-Feature zusammenbringen möchte und man möchte die Clubs belohnen, die sehr, sehr aktiv sind. Das heißt, die viele Mitglieder zusammenbringen, die viele, ja, einfach viele Aktivitäten letztendlich für die Community produzieren, die werden dann tatsächlich in Genuss kommen können, ein Trikot zu bekommen. Was ich fair finde, ja, weil das ist natürlich jeder ist interessiert, sein Trikot zu haben, was hundertprozentig nachvollziehbar ist. Nur das würde eben völlig explodieren bei der, also ich glaube, wir kriegen 1400 Anfragen die Woche, was Trikots angeht. Und ja, ist klar, dass das nicht funktionieren würde. Ist irgendwie total lustig. Ich bin so ein Typ, wenn ich mich da jetzt selbst so sehe in dem Ganzen. Ich setze mich, gehe in den Keller und fahre einfach eine Stunde oder eine Stunde 20 vor mich her, ja. Und dann ist für mich alles cool. Und dann entwickelt sich bei mir aber so mit der Zeit irgendwie so, wie könnte man das Ganze jetzt verfeinern? Und dann komme ich zum Beispiel genau auf so, jetzt Trikot nicht mal, aber ich habe zum Beispiel Lust, mit unseren Leuten eine Art einmal pro Woche eine gemeinsame Ausfahrt oder Ortsschild-Sprint etc. Es sind jetzt mittlerweile auch ein paar Leute auf Speedwheel, die da Bock haben mitzumachen. Und so kommt man dann irgendwie in so eine Dynamik rein, wo am Ende wahrscheinlich dann auch das Speedwheel-Trikot digital zu sehen sein wollen würde. Irgendwie lustig, ja. Ja, absolut. Also du kannst ja jetzt schon mit 50 Leuten Meetup machen, also über Companion-App. Musst vorher befreundet sein, aber kannst du eigentlich jetzt immer schon deine Gruppenfahrten machen. Mit dem Riesenvorteil, dass du keinen festen Termin hättest, an den du dich immer halten müsstest, sondern sozusagen das, ja, eigentlich kann jeder machen im Übrigen. Sich verabreden, kannst dir auch da schon deine Strecken aussuchen, was natürlich auch ein großer Vorteil ist. Wir Und möchten das. uns für Yorkshire möchten, hatte ich die Idee die Tage. Ich würde gerne am Samstag, wenn es irgendwie geht, mich. Ich merke gerade selbst, Samstag geht nicht, so bin ich da. Ich möchte mich gerne vor Yorkshire einmal mit unseren Leuten auf der Harrogate-Runde, ich glaube, es sind 14 Kilometer, 300, 400 Höhenmeter, 200, 300 Höhenmeter, ich weiß es gerade nicht, einmal all out abschießen. Und dann könnte das sein, dass wir da ein Meetup machen, ja. Ich kann leider nicht mitmachen, weil ich bin
Yorkshire erst einmal gefahren. Ich bin das ohnehin seitens der Classics erst einmal, um ein Training von GCA zu testen. Also für mich ist jetzt gerade die Höllensaison. Es geht eigentlich gar nichts mehr, was mich tierisch nervt. Kriege auch schlechte Laune langsam, wenn ich nicht langsam wieder drauf sitze. Ja, und wie du sagst, das ist eine Stunde reicht ja. Ja, aber was ich sagen wollte, dieses Club-Feature ist im Prinzip dann eine Erweiterung von dem Meetup, einfach das besser zu strukturieren. Und die Selbstverwaltung ist, glaube ich, das Stichwort dabei. Okay, hättest du losgelöst von den Fragen der Leute, auf die wir gleich nochmal picken wir uns ein paar Cherries, ein paar Kirschen quasi raus, hättest du noch ein Feature, was du an der Stelle nennen Ja, möchtest? klar. Also ich persönlich bin der, hatte ich gesagt, bin der mehr Mountainbiker. Und ich bin echt ziemlich abgegangen, als ich auf der Eurobike an unserem Stand das Future Work Steering gesehen habe. Also wir haben so einen kleinen Mountainbike-Kurs, der von Titans Grove abgeht, 3,8 Kilometer lang. Und da konntest du mit Mountainbike fahren und hast, ja, hast letztendlich dein Handy. Ein Smartphone, muss man ja sagen, so auf den Lenker montiert, wie ich es ohnehin habe, um die Companion-App zu nutzen. Und das Ding hat völlig ausgereicht, um wirklich sehr, sehr geil zu steuern. Also das war abgefahren gut. Und da bin ich natürlich heiß drauf, was da noch kommt. Und es zeigt sich ja schon durch unsere Partnerschaft ja mit Cape Epic in diesem Jahr, dass wir im Mountainbike-Bereich viel mehr machen wollen, weil wir eben auch wissen, dass sehr viele Mountainbiker tatsächlich Swiften. Wo unterscheidet sich das Mountainbiken vom Straßenradsport auf der Rolle? Gibt es da irgendwie so ein Schüttelprogramm oder ähnliches? Ja, Schüttelprogramm gibt es ja schon so ein bisschen Ja. beim Tex Neo, der kann dich ja schon ein bisschen durchschütteln. Ich glaube, dass die Industrie dann darauf reagieren wird. Also sobald die merken, dass unser Programm sich da erweitert, dass wir das ernst meinen und wir meinen es ernst, wird der nächste Evolutionsschritt sein, weiß nicht, dass du vielleicht kleine Jumps oder sonst was nachvollziehen kannst. Das Rütteln sowieso. Ja, das war schon sehr lustig. Also, da wurdest du wirklich durch falsches Lenken, wie im normalen Spiel, also hier E-Game, sanktioniert, wenn du halt die Strecke nicht halten konntest. Also Fahrfehler haben dich einfach langsam gemacht und musstest wieder mehr reintreten. Also ich fand es abgefahren gut. Cool. Ich hätte zwei, drei Fragen, die ich losgelöst von der Community, dir stellen möchte. Wollen wir die machen, bevor wir auf die Leute kommen, oder hättest du noch ein Thema vorher? Nö, ich bin Okay. ready to go. Okay. Leute, das hier ist alles live, ist nicht geskriptet, deswegen erlaubt mir die kurze Nachdenkzeit. Wir hatten es vorhin angesprochen, Thema Preise. Der Deutsche ist schon ziemlich preissensibel. Werden die Swift-Preise in der kommenden Saison stabil bleiben? Also gibt es eine Preiserhöhung, ja oder nein? Also ist mir absolut nicht bekannt. Würde mich sehr wundern, wenn da irgendeine Preiserhöhung noch zu erwarten würde. Das war schon ein harter Sprung von 10 auf 15 und hat ja die psychologische Grenze von 10 Euro ja, übersprungen und hat sicherlich den einen oder anderen wehgetan. Hat uns auch Kunden im Sommer gekostet, Gekostet. die da einfach gesagt haben, nee, 10er lasse ich, 15er lasse ich nicht durchlaufen, 10er hätte ich durchlaufen lassen können. Ja, okay, gut. Der Sweet Spot ist manchmal nicht so ganz bekannt oder er kristallisiert sich ja erst heraus. Andere Frage von mir: Swift, der richtet sich jetzt an Endverbraucher, die vielleicht nicht so technisch versiert sind, ist ja schon ein bisschen Technik hinter. Ja? Also, es ist schon machbar. Gibt es von euch die Idee, vielleicht mal in der Zukunft eine Art Service-Dienstleister zu nehmen, der rausfährt zu älteren Herrschaften, sage ich jetzt mal, bisschen bildlich gesprochen, und denen hilft beim Aufbau eines Setups. Also ist von Zwift letztendlich nicht geplant. Und das ist, glaube ich, auch das Gute, dass Zwift jetzt gar nicht den Anspruch hat, irgendwie die gesamte Wertschöpfungskette für sich zu reklamieren. Was man auch sieht, dass die Daten von uns ja ganz schlecht aufgearbeitet werden. Das überlassen wir jetzt zum Beispiel Partnern wie Strava oder TrainingsPeaks, das sagen, Jungs, das ist unser Dank, dass wir jetzt nicht irgendwie selber anfangen hier mit großartigen Trainingsanalysen, die wir ja machen könnten. Wir haben ja alle Daten von den Usern, die man bräuchte, aber sagen, nee, nee, das überlassen wir gern anderen. Wir fokussieren uns immer auf die Qualität des Produktes und auf die Erweiterung des Spaßes. Und ja, ich glaube, aber im Prinzip kann das ja jeder für sich selbstständig machen, ne? Also das wird
interessant werden, weil Swift sich tatsächlich, wie du gerade andeutetest, von dem ja, Tool für ambitionierte Rennfahrer oder immer mehr zur wirklich zur Massenbewegung entwickelt. Das sehen wir an unseren Statistiken letztendlich auch, dass immer mehr auch leistungsschwache Leute dazu kommen, die Technikschwache einfach auch vielleicht, ne? ja auch technikschwache. Und in der Regel ist wirklich sehr viel über die Swift Riders Community abgedeckt. Also kriegst du relativ schnell tatsächlich innerhalb von, würde ich sagen, 10 Minuten wird dein Problem da gelöst. Also wenn du es nicht gerade Mitternacht einstellst, weil natürlich 6.000 Leute in der Regel ähnliche Probleme hatten. Und das geht halt schneller als bei Swift ein Ticket irgendwie zu lösen. Wird dir schon viel geholfen. In der Regel würde ich sagen, 90% aller Probleme hast du ja gelöst und die Hardware-Probleme vor Ort, ja, wär auf jeden Fall interessant. Also kann ich nur empfehlen, sozusagen so einen Service mal anzubieten, aber von Swift wird er nicht kommen. Okay. Letzte Frage, Thema Gewichtscheck. Ist es mal angedacht, mit den Rollentrainerherstellern eine Art integrierte Gewichtsmessung zu machen? Also angedacht ist es, und das machen eigentlich die Rollenhersteller auch schon wieder völlig unabhängig von uns, weil letztendlich suchen sie ja alle nach den Features, die sie von ihren Mitbewerbern sozusagen abheben. Und also wenn man jetzt mal das Kicker-Bike sich anschaut, ja, das ist halt abartig gut. Also wirklich, ich habe mich da aus Spaß raufgesetzt und ich hatte Probleme, da abzusteigen. Weil das vom Fahrgefühl einfach noch geiler ist, als auf seinem eigenen Rennrad zu sitzen. Also wirklich, oder auch das Neobike auch genauso zu sehen, dass es einfach Entwicklungsstufen, die werden jetzt immer schneller kommen und da bin mir relativ sicher, dass so eine Gewichtsmessung kommt. Okay, ja, ich meine, wenn der Fahrer zum Beispiel auf so einem Kickerbike oder Neobike sitzt, theoretisch müsste es ja irgendwie gehen, dass da eine Gewichtsmessung integriert ist oder so. Und Ja, man dadurch. muss halt immer aufpassen bei sozusagen Pseudo-Objektivität, ne? Dass man denkt, dass man nicht schummeln kann. Und also das muss ja, wenn, dann hundertprozentig letztendlich eliminiert sein. Die Manipulationsmöglichkeit. Dann setze ich mal die Frau eben drauf und dann setze ich mich drauf. Ja, das könnte man ja mit Video so. Also es wird ja schon bei der Swift Super League haben wir ein Verifizierungsprogramm, das ja abartig ist. Also wurde mir erzählt. Mit sich abfilmen und Waage filmen und das tun, das ist letztendlich dann immer wichtig, wenn es tatsächlich um Rennen geht, wo auch Geld zu verdienen ist. Ja, kennst du den Philipp von mir, den Digner? Der fährt doch für dieses Canyon, Canyon SRAM, ja, klar. das Team hier. Ich krieg den ZCC oder wie heißen die? Ja, aber die heißen Canyon Swift Community Club. Also CZCC. Okay. Ja, genau. Und hast du ihn mal kennengelernt? Das ist auch ein Hamburger. Ist ein Irgendwie. Hamburger, Philipp? Ja. Das ist ein Ding. Ich dachte immer, der hängt bei dir da unten in München oder sonst wo, oder Nee, wo du. ist ein Fischkopf. Na, also ich weiß auch, wie man Philipp ist und Ja, weiß auch, okay. dass er mit dir zusammenarbeitet und dass Ja. er sehr untriebig in der Szene ist. Naja. Ich Ja, aber weiß du auch wolltest was von. anderes ansprechen. Und ich weiß auch von ihm, dass er mit dem Thema Gewicht, dass da, wenn du natürlich viel Leistung produzierst und dein Gewicht relativ niedrig ist, dann kommen natürlich kritische Kommentare und sowas. Und ich weiß auch von ihm, dass er dann halt sich beim Wiegen etc. filmt, den nimmt er schon sehr ernst und so, zu Recht. Und ja, gut. Okay, Kai, dann lass uns mal auf ein paar User-Fragen zu sprechen kommen. Und Hinweis an euch Leute, Kai ist jetzt hier nicht der Diplom-Swift-Techniker, behaupte ich jetzt mal, vielleicht bist es ja. Es kann vielleicht ein paar Fragen geben, die er nicht beantworten kann, oder? Absolut, ja. Gut. Und wenn du es aus politischen Gründen oder ähnlichem nicht tun kannst, dann sag einfach nächste Frage. Okay, Michael, wann gibt es Etappen von Tour, Giro oder Vuelta, zumindest einige Berge davon? Also einen Berg gibt es ja schon mit Alpe de Swift. Das ist letztendlich die Abbildung von Alpe d'Huez. Und es ist grundsätzlich überhaupt nicht die Philosophie von Swift, reale Landschaften
Ja. abzubilden. Also ich weiß, dass viele danach fragen, weil Ja. sie sagen, sie würden sich gerne eben auf irgendeine Challenge, die sie Ja. vorhaben, vorbereiten an genau diesem Berg. Ja. Aber es wird sicherlich Stück für Stück mal was kommen, aber Ja. es ist nicht das erklärte Ziel von Swift, Berge nachzubauen oder Landschaften Ja. nachzubauen, ausgenommen die Weltmeisterschaftskurse. Okay, gut. Ralf fragt, wann wird es die ersten Franchise-Stores in Deutschland geben? Ja, das ist immer die Frage, was er mit Franchise meint. Swift Ja. selber ist ja nur ein Abo. Ja. Und ein Abo brauchst du immer in Verbindung mit deinem Account, wo deine Ja. Daten drin sind. Das geht, glaube ich, immer ein bisschen mehr Richtung Hardware. Also wann findet sich sozusagen ein Konglomerat aus Swift, Hardwarehersteller, Bikehersteller vielleicht, man weiß es nicht, und macht mal einen coolen Shop auf. Ja, also ich hatte es bei euch in Yorkshire gesehen, das ist ja so ein Pop-up-Store scheinbar, oder? Ja, genau. Da haben die Kannst einen für Kaffee die, trinken, die ist ganz nett so. ja, Bier trinken noch besser, aber beides ist sehr angebracht. Ich glaube schon, dass es. Ich hatte mal letztes Jahr tatsächlich hier irgendwie bei der alten Oberfinanzdirektion in Hamburg so einen leeren Shop gesehen, da hatte ich drüber nachgedacht. Aber ich glaube, wenn wir es machen, dann muss es halt auch gut werden. Und man muss sich vor allen Dingen über die Sommermonate Gedanken machen, was passiert dann. Insofern kann das eigentlich immer nur in Kombination auch mit dem Café oder mit der Bar oder was auch immer geschehen. Und wir werden das Thema dann angehen, also wenn einfach sich die entsprechenden Partner irgendwie zusammenfinden. Okay. Olaf sagt, die Frage kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Warum muss ich erst eine Fahrt starten, um ins Menü zu kommen? Das Herrliche ist, dass du mich schon ein bisschen aus dem Feuer genommen hast, weil ich nicht Ja. der Chefingenieur Ja. bin. Okay. Mich selber nervt es auch teilweise. Ja. Ja, ich finde manchmal, ich fand, die Musik wurde schon besser jetzt. Ja. Davor das Jahr war, oh Gott, Alter. ja, das wäre so ein Usability-Thema, finde ich, was man auch immer Absolut. mal bei Zeiten angehen Die kann. Kraftwerkmusik gefällt mir eigentlich auch ganz gut so. Also ist Ja. nicht offiziell Kraftwerk, aber Kraftwerk-Style, Ja. finde ich ganz cool. René frage mal, ob es wieder ein Swift-Event in Wien gibt. Wir hatten natürlich gerade vergangenes Wochenende, war ich Ja. mit ÖRV gemeinsam, aber es war kein Event, sondern wir haben tatsächlich auch dieses Talent Scouting gemacht und ein Live-Rennen auf der großen Bühne vom Tag des Ja. Sports durchgeführt, was sehr cool war, muss ich sagen. Wien könnte passieren, es ist nichts geplant. Auch da ist wieder der Wunsch von uns, dass es mehr selbstverwaltete Events gibt. Also, dass wir eigentlich nur unsere Accounts rüberschieben und sagen, so, ihr kriegt jetzt Event-Accounts. Ja. Und organisiert es selber. Okay. Chuck Norris ist auch ein Speedweb-Leser. Er sagt, den zweiten Teil der Frage können wir uns schenken, den haben wir vorhin beantwortet. Ab wann gibt es endlich eine deutsche Version für Trainings und so weiter, genauso für die Swift Companion App? Alle Infos zu Rennen und Veranstaltungen sind nur auf Englisch. Ja, hat er völlig recht. Also das wird bei uns immer unter dem Begriff Localization Ja. gehandelt, und es sollte eigentlich auch in diesem Herbst losgehen. Cool. Also das ist seit Ewigkeiten in der Übersetzung. Ja. Es ist echt komplex, das Thema, und ist erkannt, gerade weil Deutschland so ein wichtiger Markt ist. Und im Gegensatz zu den Skandinavien tun wir Ja. uns mit der englischen Sprache einfach grundsätzlich ein bisschen schwerer. Und deshalb ist es natürlich ein wichtiger Service, den wir Okay. jetzt bieten müssen. Kai, hast du noch 5 Minuten? Dann haben wir noch ein paar rein. Absolut, ich habe Okay. ewig für dich. Oh, gut. Sven, ich würde gern den Ötzi in Swift fahren. Wann geht's ab da beim Ötzi auf Swift? Also Ötzi ist, wie ich gesagt hatte, also wir bauen jetzt nicht unbedingt Ötzi nach. Grundsätzlich ist Ötzi schon wäre ein interessanter Kurs. Also Ja. ich persönlich würde mich immer dafür einsetzen, also genau wie ich mich für Innsbruck eingesetzt hatte, Ja. dass wir in der Dachregion einfach mehr Kurse kriegen. Ja. Aber wie gesagt, Zielsetzung von Swift ist eigentlich immer, die Leute zusammenzuhalten auf wenigen Kursen, statt dass sie sich alle auf 1000 Kursen letztendlich Zerteilen. dann wieder zerteilen. Ja. Und ja, also Ötzi wäre auf jeden Fall in Österreich der Event, den es abzubilden gäbe, würde ich sagen. Ja, also Timmelsjoch mal hochfahren, finde ich auch sehr Absolut. geil. Also wäre wirklich ein Klassiker. Ich glaube, auch wäre für die internationale Swift-Gemeinschaft eine interessante Geschichte. Ja.
Ja, ich würde genauso Rad am Ring zum Beispiel, fände ich auch sehr, sehr cool. Ja. Aber da muss eben zum Beispiel, müsste, also sicher, wir gehen, wenn wir eine Weltmeisterschaft machen beim Ötzi oder beim Rad am Ring, dann ist der Kurs automatisch drin. Aber es ist vielleicht ein bisschen umständlicher Weg. Aber du kennst doch sicherlich einen Dunnecke, Alex, Zander. Ja, klar, den Also. Hans Martin, doch, doch, aber ich glaube, die Weltmeisterschaft läuft dann immer noch über den BDR. Ja. Und ja, mal sehen, was die Zukunft so bringt. Wolfgang fragt, die Frage kann ich wirklich nicht nachvollziehen, warum ist der Preis so hoch? Also ich finde 15 € für das, was ihr liefert, finde ich vollkommen angemessen. Ja, braucht man, glaube ich, jetzt gibt es keine Antwort drauf, oder? Doch, doch, doch. Also ich finde, das ist eine Frage, die man durchaus beantworten kann, weil Okay. das ist ja einfach ein Ermessen. So, wenn man Ja. einen Preis hoch findet, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man nutzt eigentlich, man nutzt das Produkt nicht so, dass sich das rechnet. Also wenn ich einmal auf Swift fahre im Monat und das kostet mich dann 15 €, dann Klar. würde ich sagen, ja, in der Tat, dann ist es hoch. Aber dann, ja, da muss man sich wirklich fragen, ist es das richtige Produkt für einen? Ja. Ist es halt schade, es nicht so zu nutzen. Und wie gesagt, 15 € sind 15 €, die tun weh. Zahle ich für Netflix auch, zahle ich für anderes und man muss einfach sagen, wie hoch ist Swift in der eigenen Wertschätzung anzusetzen oder die Wichtigkeit im eigenen Leben? Also ich muss jetzt sagen, da muss ich eine Lanze für euch brechen. Ich finde 15 €, das ist im Prinzip mein Fitnessstudio im Winter. Ich kann ein paar Übungen machen, also mit Eigenkörpergewicht, um fit zu bleiben etc. Und ich finde 15 € und du kannst monatlich kündigen, finde ich wirklich sehr fair, muss ich sagen. Ja, also ich würde dir nicht widersprechen. Nein, Und ich muss auch wenn... sagen, guck mal, in der Vergangenheit war es auch oft so, dass Leute sich im Spinning-Studio fit gehalten haben. Das war ich früher. Ich bin ins McFit Was hat dich gegangen. der Spaß gekostet? 19 €, glaube ich. Und mit der 19,99. Knebel-Mitgliedschaft über ein ganzes Jahr oder konntest du auch jeden Nee, Monat das raus? war schon ein ganzes Jahr, genau. Und du warst dann auf so einem ollen Spinning-Bike und hast mit Pulsmessung und so ein bisschen versucht, da zu überwachen etc. Und das, wie gesagt, finde ich fair. Punkt. Absolut. Und der Vorteil ist, du kannst selber bestimmen, wann du drauf bist. Du musst dich nicht Genau, anmelden, du musst nirgendwo hinfahren. Ja, und die Hardware ist ja auch günstiger geworden, ne? Also nehmen wir jetzt die Einstiegsgeräte von Wahoo oder also eigentlich von allen namhaften, Techs genauso. Die sind jetzt für im Bereich von 600, 700 € angesiedelt mit und völlig Smart, aus. mit Smart, genau. ja. Ja, ich würde mal Smart, würde ich schon machen, ehrlich gesagt, ne? Also kannst du auch mit dem On-Wheel arbeiten, aber richtig Spaß hast du eigentlich mit Smart und das geht mittlerweile beim vernünftigen Bereich los. Und Leute, mein Tipp an euch, da müsste man schon investieren, packt ein Zweitfahrrad auf die Rolle. Ich hatte es auch mal so, dass ich ein Fahrrad hatte und das habe ich dann immer für draußen und drin genommen. Das Aufmontieren, Abmontieren finde ich doch ein bisschen aufwendig. Da kann man sich auch einen Alurahmen oder sowas holen, so ein Winterrad für Swift. Kriegst du auch für 800, 900 €. Okay. Dann, wir machen es kurz. Tobias, soll es weitere Rennen mit Radnet BDR geben? Ja, das ist, ich glaube, im Radnet ist immer eine Verbindung zu sehen, auch mit der German Cycling Academy. Okay. Radnet ist ja auch irgendwie mit das offizielle Organ vom BDR. Und ich bin immer ein Freund davon, einfach Partner zu verbinden, statt Konkurrenzgeschichten aufzubauen. Und insofern, da bin ich mit Uli Müller, mit von Radnet da grundsätzlich immer im guten Kontakt. Okay, super Kai. Jetzt haben wir knapp 50 Minuten auf der Uhr. Immer wieder eine Freude mit dir zu schnacken. Ich packe das Video, ich arbeite dran, bis 30.09. auf YouTube zu packen. Dann seht ihr die Shownotes, vor allem bei Speedwill im Blog. Da packe ich so die relevantesten Passagen rein mit Timestamps. Und ja, wer Bock hat, ich nehme so mit, ab 1.10. wird es die German Cycling Academy geben, wo ihr mal richtig einen rauslassen könnt. Ich danke dir für die Zeit. Ich danke dir für die Fragen. Ja, ich finde Genau. es ja selbst sehr, sehr interessant. Für mich auch, ich muss jetzt so über den, gut, dass du über den
den Sommer quasi und den Frühling so rekapituliert hast. Ich bin auch erst wieder seit gefühlt 4 bis 6 Wochen dabei. Und vielleicht sehen wir uns ja dann über den Winter in der Machen wir ein schönes Meetup. Ja. Companion-App. Ich bin auch, wenn du ein Rennen machen solltest oder sonst was, das ist auch relativ unkompliziert, biete ich dir hiermit an, bin ich dabei. Okay, Kai. Ja, Leute, Kanal abonnieren, Daumen hoch geben, wenn es euch gefallen hat. Und vielleicht können wir dann irgendwann über den Winter nochmal ein Follow-up machen. Alles klar. Ja, Kai, dann Ciao. drücke ich jetzt auf Stopp. Servus, Leute.